In Trofeiach stehen die Bewohner im Mittelpunkt und hier ganz besonders Familien und Kinder. Dies zeigt sich auch in der vor kurzem erhaltenen Auszeichnung zur familienfreundlichen Gemeinde. Ich glaube, es beweist und bringt nach außen das Signal, in Trofeiach ist man als Familie sehr herzlich willkommen. Und ich denke, dass doch einige Familien auf unser Angebot hellhörig geworden sind, denn in den letzten beiden Jahren konnten wir unseren Bevölkerungsstand in der Waage halten und wir hatten Zuzug speziell von Familien. Zahlreiche Anstrengungen wurden in den letzten Jahren unternommen und viele Projekte initiiert, wie zum Beispiel die Errichtung eines Eislaufplatzes, die Adaptierung und Modernisierung des Freibades, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und die Gründung von Nachmittagsbetreuungen im Kindergarten und in den Schulen. Ein Zertifikat, auf das wir sehr, sehr stolz sind. Vor allem Akzente in Familie, im Kinderbereich zu setzen, ist uns immer am Herzen gelegen. In dieser ganzen Diskussion rund um das Zertifikat wurde bei uns der Ganztagskindergarten, die Kindergrippe, unsere verschränkte Ganztagesschule, aber auch Umbauten im Freibad oder in der Verkehrstauglichkeit unserer Straßen für kleine Kinder bewerkstelligt. Die Peter-Rossegger Volksschule zählt mit rund 316 Schülerinnen in 16 Klassen und einer Gruppe zur größten Volksschule der Steiermark. Seit 6 Jahren gehört die Nachmittagsbetreuung zum Schulalltag. Die Kindergärten fangen an mit der Nachmittagsbetreuung und wird in der Schule in einer verschränkten Form weitergeführt. Das heißt, die Kinder kommen nicht aus einer Klasse heraus und werden zusammengefasst, sondern sie bleiben im Klassenverband. Wir haben in jeder Schulstufe eine solche Klasse und die Kinder haben eben Vormittag und Nachmittag Unterricht und Freizeit. Das wechselt ab, wird auch den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Sie essen auch in der Schule, sie haben eine Mittagszeit, wo sie sich dann ein bisschen ausrasten können. Zähneputzen wird ganz groß geschrieben, was für viele manchmal sogar etwas Neues ist. Und ja, wir haben schon gesprochen zuerst, also manchmal schlafen die Kleinen auch am Nachmittag ein, wenn sie eine Geschichte vorgelesen bekommen. Sie werden auch, sobald es geht, nach dem Mittagessen ins Freie geleitet und haben Turnstunden, damit wirklich die Bewegung auch nicht zu kurz kommt. Und wird aber auch der Plan, das Plan soll zum Lernen immer erfüllt und die Kolleginnen sind sowohl Lehrerinnen als auch Pädagoginnen ohne Lernprüfung, die Kinder betreuen in der Freizeit. Mit diesem Modell übernimmt Trofeiach mit Sicherheit eine Vorreiterrolle und setzt ein wichtiges Zeichen für Kinder und Familien.